Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Folge 13. Sind wir jetzt? Wir schauen mal. Letzte Folge haben wir dieses tolle Pferd gerettet. Jetzt müssen wir hier mal schnell gucken. Ich kann mit dir auch sprechen, oder? Sprechen? Ich bin sicher, dass die Götter die Grünen in ihrer Lieblingsarena segnen werden. Dieser Kapis gehört dir, mein Freund. Was haben wir hier Feines? Schönes Pferdchen auf jeden Fall. Nehmen wir gleich mit. Jetzt gucken wir uns kurz. Irgendwo hier gab es noch. Piosrolle könnte ich tun. Das Wiese. Der hungrige Fluss. Okay. Da gab es auch was Feines. Der Geschmack stich's. Nee, das ist zu hoch für uns. So, da waren wir. Genau. Das war hart. Wir sind da drei oder viermal gestorben. Nee, zweimal, dreimal, viermal. Ich weiß gar nicht mehr. Sie war sehr extrem häufig gestorben. Die ist aber nicht so schön. Also die synchronisiert hier sind ja immer. Ich könnte hier das Wiesel machen. Der hungrige Fluss könnte ich machen. Als Nebenquest. Ich muss jetzt mal gucken, wo kann ich denn hier überhaupt. Oh, da kann ich eine Statue zerstören. Das machen wir. Die hauen wir zu Klump, die Statue auf jeden Fall. So, wir haben letztes Mal auch wieder ganz schön gut gejagt. Arme Tiere. Kann ich die Tiere echt töten hier? Ist da was? Nö. Töten bestimmt ja, aber wohl uns nichts bringen, von daher machen wir das auch nicht. Alles gleich, das Pferd springt drüber. Nein. Es reitet einfach durch. Es ist kein Pferd, es ist ein Panzer. Ja, es könnte über den Zaun drüber springen, aber stattdessen. Jetzt springt es drüber. Klar, logisch. So. Ja, das machen wir doch gerne. Du dämlicher Verräter-Schwanz. Du, so. Haben wir gemacht. Gib mir Erfahrungspunkte, das ist immer gut. So. Da oben kann ich plündern. Oh, sogar sehr viel kann ich hier plündern. Und sogar hier ein schönes Plündern. Schöner Raubtierbogen. Gold und Holz. Ach, das Leder ist ja sogar drin, der Wahnsinn. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, ne? So, wir könnten bestimmt Ausrüstung wieder zerstören. Wir haben ganz bisschen was bekommen, also unser Schwert ist immer noch ganz toll, der Reißzahn. Ja, das haben wir kaputt hier zerlegen. Nicht Bronze, das ist immer wieder gut. Ja, mal hauen und stechen und das die Frage ist eben. Hier ist ein Eisenspeer, Stufe 8, kann weg. Ist im Eisen, okay. Wir haben auch Bögen bekommen, mal gucken. Wir haben jetzt einen Großwildbogen, geschwungener Bogen hier. Bogen der Bitterkeit. Ja. Pfeiler, Kriegsbogen. Er macht mehr Schaden. So kommt der weg, der Kuben. Zack. Man nicht Holz für. Jetzt haben wir hier Raubtierbögen, Todesflüstern. Jetzt wird da kaputt gemacht werden. So. Haben wir eine Menge Holz bekommen, aber reicht immer noch nicht, leider. Irgendwas herzustellen? Nee. Nächstes Beispiel die Armstehe, also jetzt da oben auf Stufe 1 sind. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Und wir können hier nochmal ein bisschen hartes Leder uns besorgen. Nochmal zwei Dinger, dann hätten wir. Auch dafür was Feines. So, da ist das Hypodrom. Komm du mal her hier. So, wo gehen wir denn jetzt hier hin überhaupt? Wir könnten reiche Schapichel. Könnten wir tun, müssen wir aber nicht. Ich würde jetzt mal gerne was gucken. Und zwar beim Schmied. Wir sind relativ nah dran sogar.
Waffen verbessern könnten. Hör auf damit. Waffen verbessern könnten wir. Oder aber wir könnten natürlich auch mal gucken, was mich vor allem machen, ob ich, wenn ich sowas Seltenes verkaufe, dafür mehr Drachmen bekomme oder ob das nichts bringt, also ob das O wieder nur das gleiche ist, 50 Drachmen oder was immer das dann ist. Brauchst du etwas, Freund? Mal verkaufen. Ach, alles klar, wenn ihr sowas verkauft, bringt das richtig Kohle. Okay, verstehe. Das bringt auch, also sowas bringt auch Kohle, sowas Seltenes. Da verkaufen das nämlich jetzt hier. Das verkaufen wir auch. Also die Seltenen zu verkaufen bringt mehr Geld als. Ja, das bringt alles wenig. Kein schöner Anblick und riechen tust du auch nicht gut. Dann leb wohl. Guck mal, sollen wir uns gucken. Ausrüstung, Schilde habe ich eine ganze Menge bekommen tatsächlich. Also mein Schild hier oben hat 285. 204. So, Holzschild. Machen wir kaputt. Gibt uns Bronze. Sondern steht Holzschild mit uns Bronze. Der Magi-Schild ist der erste. Kann O weg. Brauchen wir auch nicht mehr. So, kann auch weg. Komm. Das Wetter ist selten. Das normale Baum auch schon mal weg. Mal kurz gucken, wenn ich jetzt. Kann ich dir helfen? Ja, zeig mal, was gibst du mir für den Schild? Den Schildverkäufe gibst du mir. Ach komm, das mach mal. Verkauft. So, dann möchte ich eigentlich ganz gerne aufrüsten und kann aber nicht. Ja, den könnte man locker aufrüsten hier, ne? Auf Stufe 14. Haben die halt ohne mehr Kraft, ne? Das ist halt ohne schlecht, aber. Ich würde ja eigentlich ganz gerne den hier aufrüsten, aber da brauche ich wesentlich mehr Kohle. Lassen wir das. Ja, lassen wir das erstmal sein. Bewegung, los! Was bist du denn für einer? Der ist gegen mich geritten, so. Da gab es ein paar Erfahrungspunkte, ist ja gar nicht mal schlecht so. Was man jetzt, wir könnten hier jemanden rächen. Das sind immer relativ harte Missionen, weil das immer meist mehrere Gegner sind, und dann hat man echt damit zu tun. Wir können hier das Wiesel starten. Oder ein Gefluss. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu das Wiesel. Klingt einfach ganz cool eigentlich. So. Und dann machen wir das. Also da waren einfach mal zu hoch. Wo ist eine Herstellung verfügbar? Ernsthaft, was kann ich denn herstellen? Irgendeine Herstellung ist verfügbar, wie es aussieht. Welche denn? Ach hier. Das wäre ver. Ach klar, Schlösung kann schon wieder verfügbar. Oder hier ist auch verfügbar. Ach schön, versteckte Klinge. Was machen wir denn? Wenn ich das mache, muss ich dann wieder hier neu machen. Ich würde sagen, erstmal die versteckte Klinge tatsächlich. Denn es gibt nichts Nervigeres als den Umstand, wenn du ein Attentat schaffst und dann lebt dein Gegner noch, weil die Stufe zu hoch ist. Ja, das ist dann echt sehr nervig. Kann ich sagen, so häufig, Forrester, kommst du gar nicht dazu, ein Attentat zu machen, weil du nicht da bleibst. Bist. Ja, da habt ihr recht, aber wenn ich es dann doch mal schaffe, möchte ich auch, dass der Gegner nach Möglichkeit umfällt und sich nicht denkt, ach, ich lebe da mal weiter.
Kann ich hier eigentlich? Nö, hier ist nichts zum Synchronisieren, oder? Ah, mein Gift ist gemein, hä? Jetzt stopp nach dem Gift, Junge. Der gerade eben das Leben gerettet. Mit seinem Gift stoppst, wäre es echt doof. So. Jetzt haben wir nämlich genug wieder, um hier herzustellen. Schutz. Höhere Stufe. Das nächste brauchen wir was. Macht das gleiche Zeug. Wir brauchen immer Krokodilsleder und das normale Leder. Das ist echt gut. Weil die gibt es eigentlich zuhauf, die Tierchen. Okay, er ist am Gift gestorben. Das wollte ich nicht. Das Mensch, fährt der was gerade auch vergiftet? Mein Pferd ist... Das ist so eine Giftfolge. Ich glaube, mein Pferdchen ist auch vergiftet und läuft deswegen gerade nicht schneller. Wird bestimmt gleich zusammenbrechen. Ja, ganz ehrlich, da bin ich ja schneller zu Fuß. Ich sagte doch, sie soll sich beeilen. Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Für was denn? Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruya, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Erreiche den Taubenschlag. Wo lang? Da lang, okay. Ach, nur 74 Meter, das ist ja gar nichts. Ich hab nichts gemacht. Was unter der Sonne? Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Geh mal her nach oben. Ist hier oben was sein? So. So ein Chaos. Okay, ja. Blut. Noch frisch. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Kann Zen uns damit auch helfen?
früher hatten wir halt einen Adlerblick, ne? Früher war halt alles besser, so die Leiche. Hier drin. Also hier ist Blut. Sehe ich auch. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Gehen wir hoch. Haben wir oben noch was übersehen? Hier ist Blut, aber das haben wir alles. Warte mal, hier sind Schleifspuren. Sehe ich jetzt erst, hier geht irgendwas runter. Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Ach, hey. Arme Ruja. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Mhm. Bestien in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Natürlich nicht. Wir würden alles töten. Das musste sein. Schlechte Nachrichten. Ich denke nicht, dass wir das waren. Das wäre echt doof. Bei den Göttern. Oh ja. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Du armes, armes Mädchen. Mögest du im Gefilde der Binsen wandeln. Dymnos, ich suche nach Ruja. Was sollte mich dies... Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum einen ägyptischen hast du es Hund? Getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruja. Du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Rada, komm her. Versuch's! Genau, versuch's doch. Gott, der versucht's ja wirklich. Ja. Das muss der Brief sein. Dymnos Brief. Dymnos, ich kann nicht glauben, dass du in den Dienst von Apollodorus eingetreten bist. Er dient dieser Ägypterin in einem Land, in dem die Frauen im Stehen urinieren und die Männer im Sitzen. Dort ist alles verkehrt herum. Verlasse sie und kommt sie mir nach Kyrene. Hier gibt es so viele fette Händler zu schröpfen. Alkandros. Okay. Also ein richtig mieser Hektor, der hat das arme Mädchen getötet, weil die den Brief, der dem Stumpf war, vorlesen wollte, sondern für ihren gemeinsamen Herrn, sag ich mal. Chef, wie immer. War es Dymnos? Ja. Er hat Ruja aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Ja, das stimmt. Mord ist immer sinnlos.
Genau, wie Terroranschläge. Dann sind die meisten Terroristen selbst tatsächlich Opfer, ne? Das ist das Problem. Werden blind dafür gewonnen, indem sie die Anwerber nutzen die Not der Menschen aus und werben die an. Dann denken die, das ist das jetzt die Lösung. So kann ich mich behaupten, so wird alles besser und schon, ja. So, Probleme. So, ich würde sagen, wir haben jetzt diese kleine Detektivarbeit hier abgeschlossen. Ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Ciao.